Hallo Sportsfreunde, ich bin zurück. Ich habe mich mächtig abgestrampelt, denn der Livestream vorher hat ja nicht so richtig funktioniert. Ohne Empfang ist ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich zu Hause, habe WLAN und wahrscheinlich, hoffentlich, perfekten Empfang. Hört ihr mich? Versteht ihr mich? Meldet euch mal zu Wort. Prösterchen übrigens. Erstmal einen koffeinfreien Kaffee gönnen. Wenn auch nur vom Kopf. Ihr wisst ja, ich trinke meinen Kaffee außerhalb des Trainings nur koffeinfrei. Aber vielleicht sieht man es ja, meine Augen sind ganz schön müdchen durch. Ich habe heute schön durchgehasselt. Es war ein richtig geiler, erfolgreicher Tag. Wir haben richtig was weggedreht. Ich war heute beim Birk Luther in der XXXL-Schmiede Berlin. Und ja, ich kann euch sagen, es ist noch, das hat meine Erwartungen getoppt. Denn es wird ein Mega-Vlog. Ich weiß gar nicht, wie lange der wird. Eine halbe Stunde. Der hat eine Klientin von sich trainiert. Hat viel Wissen von sich preisgegeben. Eigentlich hat er nur das gemacht, was er immer macht. Und er sagt immer zu mir: Ja, Johannes, ja, ist ja Quatsch. Wer will denn das sehen? Aber ihr wollt das sehen. Und das finde ich auch gut so. Die Community steht voll hinter mir, hinter uns. Und das, wie sagt man so schön, feiere ich echt. Weil ab und zu sind mal ein paar echt miese Kommentare mit dabei. Da fragst du dich auch so: Leute, was ist denn eurem Leben schiefgelaufen? Leben und leben lassen. Lasst doch die Leute so, wie sie sind. Ihr könnt sie wahrscheinlich eh nicht verändern. Wenn nicht verändert werden will, der lässt sich auch nicht verändern. Hallo Inga, moin Johannes. Hallo, ich habe meinen Rücken das Problem, dass meine Schulterblätter rausgucken. Ja, schwieriges Thema. Kann ich jetzt so pauschal auch nichts zu sagen. Haben ein paar, aber würde ich mir jetzt, gräme dich nicht. Trainiere einfach ganz normal weiter. Ausgeglichen. Mit wie viel Kilo hast du angefangen zu trainieren? Mit, ich glaube, es waren so um die 80 Kilo, ne? Knapp 80. Bei 1,88 Körpergröße. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich habe extra Gas gegeben, Mann. Das habe ich heute 30 Kilometer Cardio auf dem Rad, habe ich heute auf jeden Fall hinter mir. Ich trainiere jetzt ein Jahr, sehe doch keinen Erfolg. Kevin, wenn du ein Jahr trainierst und nichts siehst, dann läuft da irgendwas gehörig schief. Also da würde ich mal dem würde ich mal auf den Grund gehen, der Sache, ja. Daniel, ich feiere dich voll. Dankeschön. Liebe zum Bodybuilding. Prima. Ja, ich finde ja, wir machen alle das Gleiche irgendwie. Der eine will halt ein bisschen muskulöser werden, der andere. Der Ursprung ist immer das Bodybuilding. Der Ursprung ist Bodybuilding oder Gewichte bewegen oder Kraftsport. Das ist der Ursprung, ne? Aber Bodybuilding genießt halt in Deutschland keinen wirklich guten Ruf. Teilweise auch zu Recht. Wie viel Kalorien hast du in der Diät? Ja, wie ihr wisst, bin ich gerade auf der Utsku Diet. Woche 3 hat begonnen. Und ja. Es sind im Schnitt 2700 Kalorien, kann ich euch sagen. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie hoch mein Defizit ist, das kann ich gar nicht genau sagen, weil heute zum Beispiel habe ich 30 Kilometer hinter mich gebracht auf dem Rad. Und morgen sind es vielleicht nur noch 10. Und deswegen, ja, es wird auf jeden Fall von Woche zu Woche und Tag zu Tag wird mein Defizit größer. Komm lieber. Okay, 20 Uhr zu Grown Together Fitness. Ist kein Problem, ich habe um 20 Uhr wieder im Personal Training. Ich muss sowieso in einer Stunde bin ich allerspätestens raus. Also hasselt eure Fragen raus, gebt Gas, gebt mir Daumen, Leute. Ich brauche die Daumen. Das ist gut für den Livestream, habe ich mir sagen lassen. Also immer schön Däumchen geben. Dankeschön. Ey, ich weiß, Däumchen wären Träumchen, sagt Görki immer. Wie kann man herausfinden, wie viel Kalorien man braucht? Ich gehe dreimal in der Woche zum Training und möchte nun ins Defizit. Wechselmasse ist schon genug da. Du Glücklicher, ist doch schön zu wissen, dass bei dir genug Masse da ist. Wisst ihr was? Da gibt es ja Kalorienrechner im Netz, ne? Ich würde mit irgendeiner Zahl anfangen. Früher gab es keine Kalorienrechner. Fangt doch einfach mit einer sinnvollen Zahl an, meinetwegen 2000 Kalorien als Frau oder 1,8 und als Mann 2,7 oder sowas oder vielleicht auch 3000, je nachdem, wie viel ihr am Tag unterwegs seid. Und dann guckt ihr mal, was passiert. Das macht ihr eine Woche, dann habt ihr entweder Gewicht verloren oder zugenommen und dementsprechend passt die an. Es ist eigentlich ganz simpel. Man muss halt mit irgendeiner Zahl X anfangen. Manche Leute werden sich auch wundern, mit wie viel Kalorien sie trotzdem erstmal abnehmen. Also, ne? Probiert es aus. Liebe Grüße an Patrick Nüske, danke. Muss für Football auf 100 Kilo Bank drücken, so viele Reps wie möglich kommen. Ja, ich kenne den Test. Nun stagniere ich seit 3 Wochen bei 70 Kilo. Was tun für meine Kraft? Naja, Maximalkraft trainieren. Also versuch mal im Bereich zwischen 3 und 6 Wiederholungen zu trainieren. Und vielleicht auch im 5x5. Das wäre eine Option. Ne? Und schaue, ob irgendwelche Hilfsmuskeln nicht stark genug sind. Ich habe da auch ein Video zu draußen. Versuch auch bei den Dips stärker zu werden.
Ne? Versuch einfach stärker am Drücken zu werden. Du bist oft bei McFit im TV zu sehen. Ja, ist doch schön, oder? Obwohl manchmal bin ich mir auch schon selber auf den Geist gegangen, wenn da ständig meine Fresse da im Fernsehen läuft. Das muss ja für euch auch anstrengend sein. Aber der Kanal ist jetzt verändert worden und gerade in den neueren Studios kommen jetzt ganz viele abwechslungsreiche Videos. Ist für jeden was mit dabei. Wie bekomme ich Schulterschmerzen, vordere Schulter bei fliegende Bewegung, Butterfly Flies mit Kurzhantel oder Cable Cross in den Griff? Ja, schau mal, wo das Problem herkommt. Also auf jeden Fall würde ich erstmal nicht mehr machen. Wenn du beim Bankdrücken und Dips kein Problem hast, dann ist ja schon mal, ist ja gar nicht so schlimm vielleicht, ne? Würde ich prüfen lassen und dann dementsprechend rehabilitieren. Ne? Du musst halt immer, ihr müsst immer wissen, warum das so ist. Ich habe jetzt 2 Wochen lang Probleme in meiner Schulter gehabt. Es kam aber nicht von der Schulter, es kam hinten aus dem Trapez, unteres Schulterblatt, also unterer Trapez, Schulterblattrand. Und da habe ich ein bisschen was gemacht, ein bisschen getriggert, gelöst, mobilisiert auch. Und, was soll ich euch sagen, jetzt ist weg. Und nachdem es dann weg war, war ich beim Bankdrücken gleich viel stärker als die Woche vorher. Läuft. Aber um das zu wissen, muss man wissen, wo es herkommt. Und man muss natürlich auch wissen, was dann zu tun ist. Wie schnell kann man an Gewicht verlieren? Je nachdem, wie hoch dein Defizit ist und wie viel schwerer, wie viel Übergewicht du vorher hattest. Wenn du 150 Kilo wiegst, kannst du mal eben schnell in 3 Tagen 10 Kilo an Wasser rausschmeißen. Was soll das? Lasst mal die Daumen regnen. Jawohl. Ja, aber regnet nicht. 117. Leute, da geht mehr. Es sind ja schon 225 Leute am Start. Johannes, was hältst du von Chondroitin, Glucosamin? Kann man machen, aber viele, die irgendwelche Probleme mit den Knochen haben, die haben die aus anderen Gründen. Also wenn du schon alles dafür tust, dass deine Gelenke gesund bleiben, dann kannst du das machen. Aber es ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Ich weiß jedoch, dass viele Leute berichtet haben, dass es ihnen geholfen hat. Also insofern, ja, kann man machen. Da sind schon mal 50 Daumen mehr. Also es geht doch. Es geht doch. Oh ja. Echt wow, in 3 Tagen, das wären dann deine Tipps. Mein Bruder hat 150 Kilo, ist 1,193 groß. Ja, ich meine, warum willst du überhaupt in 3 Tagen so schnell Gewicht verlieren? Eine Strandfigur schaffst du dann in der Zeit auch nicht. Du könntest dein Salz zum Beispiel erstmal komplett rausfeuern oder reduzieren. Natürliche Lebensmittel, die meisten essen ja sowieso ganzer Schrott. Und wenn sie dann auf einmal auf natürliche Lebensmittel umsteigen, essen sie automatisch viel weniger, weil die Kaloriendichte dieser sauberen Lebensmittel ja viel höher ist. Ihr wisst ihr was? Ich esse den ganzen Tag nur in meiner Diät und ich habe keinen Hunger. Also eigentlich bin ich den ganzen Tag mit Fressen beschäftigt und nehme trotzdem ab. Ein anderer Klient von mir, liebe Grüße an den Markus, hat jetzt dieselbe Diät gemacht, dieselben Kalorienzahlen wie bei mir. Und ich schwör's euch, er hat schon 10 Kilo abgenommen in 2 Wochen. Ich habe bis jetzt 5 Kilo abgenommen. Und er hat den ganzen Tag den Wanz voll und quält sich das Essen rein. Das ist ja so paradox. Ja? Und ich sag mal so, mit Erdnussbutter und M&M's würde er das schneller reinkriegen. Es macht einfach einen immensen Unterschied, ob ihr wirklich clean esst. Da habt ihr viel mehr zum Mampfen als im Vergleich zu einem Cheat oder zu Lebensmitteln. Nahrungsmittel mit einer hohen Kaloriendichte. Mit was für einem Essen kann man am besten zunehmen? Na, da sind wir wieder beim Thema. Bin 1,79, wiege 60 Kilo. Kriege kein Gewicht drauf. Ich verteile mein Essen gut am Tag. Habe einen sehr schnellen Stoffwechsel. Ja, musst erstmal gucken, wie viel bewegst du dich. Und dann, ich habe auch ein Video, Tipps für Hardgainer. Ist Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte erstmal möglichst naturbelassen. Erdnussmus. Koro hat ein neues Mandelmus. Neues Erdnussmus. Bio. Ich habe es noch nicht probiert, Leute. Ihr könnt es ja für mich probieren. Und mir mal. Könnt ihr mich auf Instagram verlinken. Hier, Johannes, guck mal, schmeckt. Ja. Ja, also Nüsse sind super. Trockenobst geht auch gut. Nicht zu viel. Ne? Weil wirkt abführend. Man kann auch einen Smoothie. Für alle Leute, die Probleme haben beim Essen, macht euch so einen Smoothie. Da haut ihr alles rein. Da könnt ihr auch mal ein bisschen Gemüse reinmachen. Obst, Nüsse, ein bisschen Öl, Haferflocken. Oh, da fällt mir sofort alles Mögliche ein. Ich möchte mit Krafttraining starten. Wie erkenne ich einen guten Trainer? Oh, das ist eine richtig schwere Frage. Soll ich plump nach Zertifikaten fragen, wobei auch das gar nichts sagt? Zitronenfalter von der Blume nennst du dich. Das ist ganz, ganz schwer. Wisst ihr, das ist ein Thema, wo ich oft überlegt habe, ob ich da noch ein Video zu mache, weil das Ding ist, wenn man in einem Bereich sich nicht gut auskennt, ja? Ich nehme jetzt mal bei mir als Beispiel Kfz. Autos. Ich habe keinen blassen Schimmer von Autos. Wenn ihr mir jetzt erzählt, voller Selbstbewusstsein, der Bremsenkrümmer ist leider, ich weiß,
ihr kommt mir mit irgendeinem Scheiß und ich verstehe das nicht und sage, ja, okay, hört sich vielleicht sogar für mich logisch an, denke mir, naja, der wird sich schon auskennen, weil die Bremsscheiben und der Endtopf, Gasleitung und das funktioniert jetzt alles nicht. Ja, dann muss ich euch das glauben, weil ich habe doch keine Ahnung von dem, von der ganzen Materie. Das heißt, wenn euch da einer, wenn sich einer hinstellt und euch suggeriert, er hat wirklich Ahnung, dann müsst ihr ihm das erstmal glauben. Und bloß weil er viele Leute trainiert hat, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich Ahnung hat. Also müsst ihr sowieso, ihr geht sowieso immer nach Sympathie. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, Sympathie. Und, pass auf, doch, ich habe einen. Ich weiß was. Ihr müsst ihn fragen, warum bestimmte Dinge so sind. Auch das kann natürlich fatal enden, weil wenn er irgendeine Pseudo-Erklärung hat, die ihr ihm erstmal glaubt, die aber nicht stimmt, dann habt ihr ihm trotzdem geglaubt. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt so, das ist jetzt einfach so, das war schon immer so, dann wisst ihr schon, alles klar, läuft bei ihm. Da muss man dann Abstand von nehmen. Ne? Wichtig ist auch, glaube ich, dass die Menschen kritikfähig sind und euch und sich auf euch einstellen. Wenn einer sagt, ihr könnt keine Kniebeuge, weil ihr das und das nicht habt, kannst du gleich nach Hause schicken. Dann ist er nicht in der Lage, euch eine Kniebeuge beizubringen. Ich habe schon Klienten gehabt, die kamen zu mir und haben gesagt, oh Johannes, ja, mein Trainer hat gesagt, ich kann einfach nicht, ich bin nicht für Kniebeuge geschaffen. Ja, trotzdem kriegt man irgendwie eine Kniebeuge hin. Man muss dann die Bewegung irgendwie anpassen an die jeweilige Person. So, habe ich da jetzt genug zu gesagt? Also wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich da noch ein extra Video zu, wenn es die Leute interessiert. Aber wie gesagt, woher will man wissen, ob derjenige Ahnung hat, wie viel der Ahnung hat. Ich konnte wirklich erst herausfinden, wie viel Ahnung Menschen haben, nachdem ich selber mich mehr weitergebildet habe. Und je mehr ich weiß, desto mehr kann ich einschätzen, wie viel Ahnung derjenige hat. Wisst ihr, was ich meine? So, gut. Wie viel Zentimeter hast du Armumfang? Es sind, keine Ahnung, zu wenig. 48 oder so. Im Moment werden die ja schlanker, weil ich bin ja auf Diät. Was hältst du von einem Ganzkörpertraining? Bitte grüß mal Leonie. Liebe Grüße, Leonie. Der Tobias fragt mich nach einem GK-Training. Ich finde GK-Training super. Ihr müsst aber, und das ist das Wichtigste an der Geschichte, geht weg von diesem, ich muss immer Vollgas geben. Das funktioniert nicht. Wenn ihr jedes Mal Vollgas gebt, schießt ihr euch ab. Die Intensität sollte bewusst gewählt werden. Das heißt, ersten Tag Priorität Kniebeuge, Vollgas, Kniebeuge. Rest hinterher. Zweiten Tag Priorität Bankdrücken. Vollgas und den Rest hinterher. Wisst ihr, was ich meine? Und am dritten Tag Priorität Kreuzheben, den Rest hinterher. So, gut. Was hältst du von den Hardgainern? Machen geilen Job, super. Cooles Team, was dahinter steht. Interessanten und vor allem lustigen, unterhaltsamen Content kann man einfach nicht meckern. Ist so. Und sind ja nicht zu unrecht. Der Erfolg spricht ja für sie. Also. Was sagst du zu Profi-Produkten? Ja, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Kommt natürlich an BBN Hardcore nicht ran, das ist ja klar. Die Maske, bin 1,80 groß, wiege 80 Kilo, habe viel Fett am Bauch. Warum eigentlich? Weil der Bauch deine primäre Problemzone ist. Da kannst du nichts machen, außer abnehmen. Und irgendwann am Schluss nimmt er dann das Bauchfett auch weg. Wenn du da wieder zunimmst, packt er das Bauchfett gleich wieder dahin. Also das Fett dann in den Bauch. Das ist leider so, das sind Problemzonen, die sollen uns beim Überleben helfen. Wir müssen aber nicht mehr überleben, denn wir haben genug Kalorien im Überschuss überall zur Verfügung, ständig. Ich komme beim 3x5 Bankdrücken bereits bei 65 Kilo einfach nicht mehr weiter. Mein Deadlift ist bereits doppelt so schwer und Squat auch fast Tipps. Ja, erstmal Glückwunsch, dass du beim Kreuzheben und beim Kniebeugen so stark bist. Beim Bankdrücken läuft es nicht. Eine Disziplin ist immer die schwächste von allen. Das ist auch ganz normal. Tipps, ja, trainier und priorisier vielleicht mal das Bankdrücken, mach mehr Assistenzübungen, wie zum Beispiel auch Kurzhantelbankdrücken, mach auch mal Dips dazu, versuch aus verschiedenen Winkeln stärker zu sein und erhöhe mal dein Volumen, weil 3x5 ist jetzt erstmal nicht besonders viel, je nachdem auch wie häufig du das die Woche machst, ne? Minicuts, ja oder nein? Eine häufig gestellte Frage. Natürlich. Also nehmen wir mal den Patrick Reiser, der ist nie besonders fett, macht dann mal so einen 4-Wochen-Cut und dann ist er brutal. Ja? Wenn man nicht so fett wird und man meint, man muss jetzt mal wieder kurz runter, dann kann man das durchaus machen. Und 4 Wochen kriegt halt irgendwie auch jeder hin, so, ne, von der Motivation her. Finde ich an für sich nicht verkehrt. Wann trainierst du deinen Bauch? Meistens an den Beintagen, also wenn sowieso der Rumpf mit involviert ist. Wenn ich ihn trainiere, denn mein Bauch ist von Haus aus einfach ganz gut. Ich habe vorgestern Front Squats gemacht, seit Ewigkeiten mal wieder Front Kniebeuge.
Ich habe einen Muskelkater im Bauch, gerade hier unten seitlich. Brutal. Brutal. Viel mehr als im Bein. Das ist grausam. Also Leute, macht Frontkniebeuge, macht Kniebeuge, macht die wichtigen Übungen, macht Farmer's Walk. Hört auf mit Crunches den ganzen Tag. Ja. Johannes, hast Tipps, Masse aufzubauen, ohne Kalorien zu rechnen? Immer satt essen. Ja, ist schwer, ne? Am Ende müssen wir es leider auch über die Kalorienbilanz machen. Also ist einfach mehr, als du verbrauchst. Wie viel das ist, tja, musst du dann vielleicht ein Gefühl haben. Hallo Johannes, was hilft gegen Liebeskummer? Sportlich gebe ich schon Vollgas. Nach 8 Jahren hat sie sich getrennt. Ey, scheiße, Mann. Lone Wolf. Lone Wolf, auch noch der Name dazu. Weißt du was? Nach dem Regen scheint die Sonne. Und nichts geschieht ohne Grund. In der nächsten Beziehung machst du es hoffentlich anders. Besser. Finde heraus, woran es lag, ist wie beim Training. Und mach es besser. Vielleicht hast du auch nochmal eine Chance, man weiß es nicht. Aber ich kann dir aus Erfahrung versichern, Zeit heilt alle Wunden. 8 Jahre sind natürlich kein Pappenstiel. Man sagt ja immer so, 4 Jahre braucht man, um das Ganze zu vergessen. Wenn es deine große Liebe war, wirst du sie sowieso nie vergessen. Ganz liebe Grüße, Kopf hoch, geh ins Training. Training hilft gegen alles. Ja? Du kriegst den Kopf frei, das Eisen ist immer da. Mal schwer, mal leicht, immer schön kalt. Das ist eine gute Sache. Ich überlege mir momentan, mit Bodybuilding aufzuhören und mit Kraft-Dreikampf anzufangen. Was sagst du dazu? Na, tu, was dir Spaß macht, Mann. Ich finde beides cool. Noch geiler ist natürlich, wenn du aussiehst wie ein Bodybuilder und noch stark im Kraft-Dreikampf bist, dann hast du alles richtig gemacht. Ich stemme 40 mal 109 Kilo Beinpresse. Ich schaffe keine 15 mal 30 Beinstreckmaschine. Woran liegt das? Ja, kann man natürlich schlecht irgendwie. Das sind jetzt auch keine Werte, mit denen man irgendwas sagen kann, aus denen man irgendwie schlau wird. Schau mal lieber, wie viel du in der Kniebeuge schaffst. Oder mit einem einbeinigen Kniebeuge, sprich, ein Ausfallschritt-Variant. Das ist wichtig, ne? Und die Beinpresse ist eine Mehrgelenkübung. Da wirst du immer mehr Gewicht bewegen können als bei einer Beinstreckmaschine. Da ist nur ein Gelenk, nämlich das Ellbogen, das Kniegelenk, involviert. Johannes Lukas, gehst du auch in Superfit oder geht jemand von euch in Superfit? Geh in Superfit Frankfurt Allee. Ich war da einmal, die Luft war so schlecht, da bin ich gleich wieder rausgegangen. Also Superfit ist definitiv nicht meins, sage ich euch so, wie es ist. Meist auch klein und gefällt mir nicht so. Kein Stahlfan, wann kommt das E-Book raus zur Oldschool Diet und wie hast du bisher durchgehalten? Ich habe super durchgehalten. Ich meine, es sind ja auch erst 2,5 Wochen. Ich meine, normalerweise darf man darüber gar nicht sprechen. Wie gesagt, mein Defizit ist irgendwo zwischen 4.000 und 7.000 Kalorien pro Woche. Ihr wisst, 7.000 Kalorien hat 1 Kilo Körperfett. Vielleicht verliere ich da sogar 1 Kilo Körperfett pro Woche. Das ist das Maximum, was ich verlieren kann. Meine Kraftwerte werden besser. Ich fühle mich gut. Ich bin fit. Schlaf weniger, arbeite mehr. Das Oldschool-Diet-Buch ist in Arbeit. Ich habe jetzt den Content soweit fertig. Das geht jetzt noch ins Lektorat, damit das auch, da guckt jemand drüber, ein Profi, dass es auch nicht geschrieben ist, nochmal alles. Und dann brauche ich noch ein paar Videos. Ich sammle gerade die Referenzen alle ein. Also es ist auf jeden Fall im vollen Gange. Ich bleibe fleißig und ich hoffe, in 3-4 Wochen hast du was raus. Ja, aber ich bin definitiv dran und ich bin froh, dass ich das jetzt in der Oldschool-Diet vollendet habe, weil sonst wäre es vielleicht nicht so gut geworden, wie es jetzt ist. Wie wird man Fitnesstrainer? Empfiehlst du es? Ich mache seit 3 Jahren Bodybuilding und das Ganze ist meine Leidenschaft. Und ich mache in einem Jahr Abitur. Irgendwelche Tipps? Also eins ist klar, wenn du Fitnesstrainer werden willst, bist du entweder nur Fitnesstrainer auf der Fläche, ich sage jetzt mal bewusst nur, du kannst dich dann nicht so individuell und frei entfalten. Ja, was ist mit den Daumen los? Ich will hier Däumchen sehen, Däumchen. Hoch damit. Wenn du mit Fitnesstrainer-Dasein nur auf der Fläche nicht zufrieden bist, dann wirst du wohl eher Personal Trainer werden. Wenn du es machst, mach es aus Leidenschaft. Du musst es lieben, du musst es wollen. Du musst für den Klienten da sein wollen. Du willst, dass er gesünder ist. Du willst, dass er fitter ist. Du willst, dass er sich bewegt. Du willst, dass er nach dem Training fertig und glücklich ist. Ja? Dass er motiviert ist, dass er vielleicht sogar Hausaufgaben macht. Alleine trainiert, auch wenn du mal nicht da bist. Du musst es wollen, Mann. Du musst es wollen. Du musst es verstehen wollen. Du musst es selber machen. Das heißt, theoretisch zu wissen, wie etwas funktioniert, heißt noch lange nicht zu wissen, wie es sich anfühlt. Das ist wichtig. Du musst wissen, wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus bei mir? Wie sieht es beim Klienten aus? Das ist echt ein umfassendes Ding. Und ich merke, da sind viele Defizite. Denn ich habe schon viele Trainer trainiert, die lange im Geschäft sind. Und habe mir gedacht, so, wow, das kann man noch besser machen. Ne? Also wenn du es machst, mach es mit Leidenschaft, Mann. Wenn du es liebst, tu es.
Ausbildungstechnisch ist sehr schwierig. Lerne von den Besten. Such dir die Besten raus. Nimm Coachings bei dem. Beobachte Coachings. Hospitiere in Personal Trainingsstunden. Analysiere. Sprich mit dem Trainer. Lass dich, ich habe auch manchmal Coaches, die ich berate nur und sage, pass auf, darauf musst du achten. Welche Situation war jetzt gerade? Was ist passiert? Dinge auswerten, selbst reflektieren, besser machen. Das ist wichtig, wie mit allem im Leben. So, nächste Frage. In der Diät, wie viel isst du über den Tag? Zum Beispiel 300 Gramm Reis, 400 Gramm Pute. Das ist unterschiedlich. Alles zwischen 700 und 1500 Fleisch und 120 und 250 Reis. Das, aber das variiert, das schwankt. Ne, aber im Schnitt sind es immer 2,7. Bau Muskeln auf, aber kein Fett ab. Was tun? Ja, Sarah, ist doch schon mal cool, dass du Muskeln aufbaust. Kalorien vielleicht ein bisschen weiter runter, damit er auch an die Fettreserven geht. Hier, Alexandra Neul. Stimmt es, dass nicht jeder ein typisches Sixpack bekommen kann? Alexandra, das ist richtig. Das hängt von der Anatomie ab. Manche Menschen, wenige, die sind total fettfrei, aber das Bauch, der Bauch zeichnet sich hier ab. Habe ich im Bodybuilding öfter schon erlebt. Selten, gebe ich zu. Aber es gibt das. Da sieht man zum Beispiel nur die seitlichen Konturen. Und das Sixpack ist nicht sichtbar. Es erschließt sich mir nicht, warum das so ist. Es hat auch nichts mit dem Körperfett zu tun. Aber manche haben da irgendwie keine Muskeln. Keine Ahnung, es ist schwierig. Ja, ich sollte, die Daumen, die, das üben wir noch, Leute, das üben wir noch. Ich sehe 500 Leute online und es sind 269. Jetzt geht es wieder hoch 82. Klasse, Dankeschön. Was bringt viele Wiederholungszahlen, ca. 30 aufwärts im Gegensatz zu wenig Wiederholungszahlen mit mehr Gewicht? Ja, Kraftausdauer. Ja, wenn du 30 Wiederholungen machst, musst du ein Gewicht wählen, welches dann vielleicht ab der 25. anfängt, halbwegs, ich nenne es jetzt mal, intensiv und anstrengend zu bewältigen zu sein. Das heißt, du wirst in der Lage sein, häufiger ein moderates Gewicht zu bewegen. Warum das das Ziel sein sollte, sei es, dass man dahingestellt, aber die meisten wollen hier eher Muskeln aufbauen, nicht in der Kraftausdauer arbeiten. Insofern ist 30 Wiederholungen jetzt, ja gut, nicht unbedingt, ich will nicht sagen sinnlos, nicht sinnvoll, aber ihr wisst, was ich meine. Und ein schweres Gewicht macht dich halt stärker und lässt den Muskel im Vergleich dazu wachsen, weil es einfach viel intensiver ist. Wenn du 6 Wiederholungen mit einem schweren Gewicht machst und ans Limit gehst, hast du ja viel, viel intensiver trainiert. Das ist wie im Vergleich wie mit einem 100-Meter-Sprint und einem 3000-Meter-Lauf. Das ist genau das Gleiche. Siehst du, beim Lukas Weiler war das der Fall. 4-5% Körperfett. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lukas Weiler keine sichtbaren Bauchmuskeln hat, weil, ich meine, ist doch Bodybuilding-Profi oder nicht? Sonst wirst du ja kein Profi. Oder? Lukas ist doch der Profi, oder nicht? Ist der Lukas. Aus der Schweiz. Hast du Tipps, wie man schneller Muskeln aufbaut? Ja, Leute, ihr wisst ja was, ihr wollt ja mal eine Abkürzung haben. Schnell, 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 schnell. Scheiße, das dauert. Ich trainiere jetzt 20 Jahre. So was? Was soll ich jetzt sagen? Es gibt Leute, die bauen schnell Muskeln auf, es gibt Leute, die brauchen halt länger. Also, schnell. Friss genug, so viel du brauchst und trainier schlau. Und nicht immer nur Vollgas. Trainiert mit Köpfchen. Macht euch schlau, das ist wichtig. Ich habe auch ein Sixpack. 4-Pack, 2-Pack. Was denn nun? Ich bin 17, hatte bisher keinen Kontakt mit Krafttraining. Wie fange ich am besten an? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich würde ja sagen, YouTube. Ah, also wenn ihr die Kohle habt, ne, oder jemanden kennt, vielleicht sogar aus dem Powerlifting, versucht jemanden zu arrangieren, zu treffen, mit dem ihr zusammen trainiert. Sucht euch einen Coach, der euch erstmal die Übung zeigt. Wichtig ist wirklich, wenn ihr von Anfang an alles richtig macht, ich schwör's euch, ihr geht ab wie Schmitz Katze und ihr seid nachher richtig dankbar. Richtig cool. Wirklich. Macht die wichtigen, großen Übungen. Werdet besser darin und ihr kriegt automatisch Muskeln. Ah, was ist denn hier los, ey? Lieber Cheater einlegen oder einen Tag richtig reinhauen oder immer ein bisschen gönnen? Das ist eine Frage der Einstellung. Jakob, auch dazu bräuchte es ein separates Video. Ich habe mir auch vorgenommen, nochmal ein extra Video zu machen, weil das ist ja eine Frage der Einstellung. Es gibt Fresssäcke, die chronisch zu viel essen, sich nicht im Griff haben. Auch ich gehöre dazu, ja. Weil es mir einfach auch mehr Spaß macht. Ich sage, was soll ich mit einem Stück Kuchen? Das ist mir zu langweilig. Da haue ich mir lieber 10 rein. Oder lassen wir es mal 5 sein. Die hauen dann an einem Tag 10.000 Kalorien rein. Ich glaube, prinzipiell wäre es sinnvoller zu sagen, man cheatet halt jeden Tag. 80-20-Regel. Mal ein Kinderriegel, mal ein Milky Way, hier mal ein Proteinriegel. Das ist, glaube ich, die sinnvollste und maßvollste Lösung. Denn so sollte man sich normal im Alltag ernähren. Ja, so ernährt sich meine Tochter.
das würde ich auch raten, wenn jemand ein Eis essen will als Nachtisch, dann isst er halt ein Eis und das ist okay, aber der Rest ist halt gesund und bewusst. Ja? Wie in der Diät vorgehen? Ist meine erste Diät dreimal pro Woche trainieren oder mehr Krafttraining, Cardio oder kein Cardio? Ah, das eigenständiges Video. Die Frage ist, wofür machst du es Cardio? Wofür machst du es? Willst du extra Kalorien verbrennen? Willst du vielleicht Fett verbrennen? Wollen wir mal eine Stunde Training machen, in der du dann ganz kleine Mengen an Fett, Gramm Fett mobilisierst? Oder willst du ein Intervalltraining machen? Ich würde Intervalltraining machen, wenn du noch Zeit hast. Aber tendenziell, wenn du sagst, du hast mehr Zeit zur Verfügung, dann würde ich vielleicht sogar viermal Krafttraining machen, anstatt nur dreimal und anstatt Cardio. Hi, ist Physiotherapie Pflicht bei Kraftsport? Verstehe die Frage nicht. Also als Physiotherapeut bist du ein besserer Physiotherapeut, wenn du Kraftsport machst. Das ist auf jeden Fall was. Ich würde jedem Physiotherapeuten empfehlen, Kraftsport zu machen. Aber ich würde nicht jedem Kraftsportler empfehlen, Physiotherapeut zu werden. Ich erlebe öfter, wenn ich auf Seminaren bin, Workshops, treffe ich Physiotherapeuten, gerade beim Strength Coach. Und da bin ich immer froh, dass es solche Leute gibt. Denn gerade im Reha-Bereich brauchst du einfach Krafttraining. Krafttraining gehört dazu. Ja, Stabilisieren von Gelenken ist einfach elementar wichtig. Warum sollte sich ein Physiotherapeut nicht mit Krafttraining auseinandersetzen? Johannes, was kann man machen, wenn man krank ist? Ausruhen, ja, aber auch ernährungstechnisch. Möchte so wenig wie möglich abbauen. Ach, Jungs und Mädels, Valeria hier in dem Fall. Du bist doch bestimmt noch jung oder du hast doch noch Zeit. Wenn du mal 5 Tage nicht trainierst oder 7, dann baust du ja nicht gleich Muskeln ab. Und willst du dich jetzt vollfressen in der Hoffnung, dass die Muskeln bleiben? Hast dann aber Fett zugelegt. Das ist ja auch albern. Also, keep cool. Entspann dich. Nimm ein Bad, eine Gesichtsmaske. Und warte, bis du wieder gesund bist, bewege dich an der frischen Luft und alles ist gut, Mann. Die Muskeln kommen auch schnell wieder, also insofern. Keine Bange. Was mit den Daumen sieht ganz gut aus, Leute, muss ich euch immer dran erinnern, verdammt nochmal. Das läuft hier einfach nicht mit uns. Johannes, was empfiehlst du an Trainings? Zweiersplit oder Dreiersplit oder alles auf einmal? Also meinst du GK-Training? Also prinzipiell, wissenschaftlich gesehen würde ich sagen, eher den Zweiersplit. Weil du dann auf eine häufigere Frequenz kommst. Aber Wissenschaft versus Leidenschaft. Wenn dir der Dreier mehr Spaß macht, mach den Dreier. Ja, die Moral von der Geschichte. Dreier macht man oder nicht? Axel Kirk, nach dem Bankdrücken Schmerzen im Oberarm außen. Oberarm außen, was mache ich falsch? Ist es der Brachialis? Oder was schmerzt da bei dir? Bizeps brachii vielleicht zu schwach? Oberarm außen kann ich jetzt nicht genau sagen, du. Ich bin 17, hatte. Achso, das haben wir schon hier. Cardio auf leeren Magen, ja, kannst du machen. Finde ich prinzipiell einfach auch schöner, besser. Ich bin heute auf leeren Magen in die Schmiede gefahren. Na, es sei denn, du bist Ausdauerläufer oder Ausdauersportler, dann macht es natürlich keinen Sinn, weil dann hast du keinen Dampf, hast keine Energie und keine Ausdauer, um dann wirklich auch dein Training durchzuziehen. Bin 15, habe 2 Jahren. Du trainierst seitdem du 13 bist. Bin 15, habe in 2 Jahren sogar 25 Kilo zugelegt, habe wegen dir angefangen, Herzchen. Ach, danke schön, mein Lieber. Mit 13, Mann, ich kann es immer nicht fassen, Leute. Ihr seid der Wahnsinn. Gibt es ein Muskelgedächtnis? Fragt mich Streets of Berlin. Ja, es gibt ein Muskelgedächtnis. Wenn du einmal Muskeln hattest, dann werden diese ganz schnell wiederkommen. Ne? Du hast mehr Satellitenzellen gebildet, die Muskeln kennen das noch. Das wird auch Memory-Effekt genannt. Das geht rucki-zucki. Wird jeder kennen, der mal vorher schon mal richtig viele Muskeln hatte oder ein gutes Level hatte, dann pausiert und dann auf einmal wieder anfängt, der geht richtig ab wie Schmitz' Katze. Mit welchem Alter denkst du, sollte man Weight zu sich nehmen? Lindy, bist du Lindy, Lindy? Es ist nicht Alter. Weil, wisst ihr, kein Mensch fragt dich, ab wann du Kakao trinken darfst. Ab wann darf man denn eigentlich diesen Kakao trinken? Da macht ihr 3, 4 Löffel Zucker rein. Ich meine, Kakao, Nesquik. Und da fragt keine Sau. Aber wenn du 2, 3 Löffel Whey reinmachst, dann, dieses böse Whey. Es ist ein Makronährstoff. Punkt aus. Fertig. So. Also entscheide selber. Wenn du es nicht schaffst über die Ernährung, dann mach bitte. Die Tochter ist 14, die trinkt auch ab und zu einen Whey-Shake. Nicht schlimm. Ist es normal, dass die Beinpresse den Kreislauf so stark belastet? Ich muss oft lange Pausen machen. Naja, das ist schon. Da sind halt ein paar Tonnen nachher drauf, die du bewegt hast.
Insofern, da kommt schon ganz schön Druck, den du aufbaust. Ne? Je nachdem, wie du atmest, wie du deine Beine stellst, kann das schon mal sein. Aber die Kniebeuge ist eigentlich für den Kreislauf anstrengend. Ne? Kann schon sein. Bin 15 muskulös, aber kann meinen Rücken nicht richtig anspannen. Tipps. Moritz, die Rückseite des Körpers bewusst anzusteuern, ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Das kriegen die wenigsten wirklich gut hin. Das muss man wirklich gezielt lernen. Die sogenannte Muscle-Mind-Connection in diesem Fall zu kreieren, zu verbessern, das bedarf wirklich jahrelang Trainings. Manche können das relativ früh, manche brauchen dafür ewig. Ich habe nach 20 Jahren immer noch Probleme, meine Rückenmuskulatur gezielt anzuspannen. Das nur nebenbei. Also insofern, ihr habt noch Zeit zum Üben, ne? Macht euch keine Sorgen. Stimmt es, dass manche Leute kein Six bekommen können? Hatten wir auch schon, oder? Habe ich schon mal beantwortet. Klassisches Kreuzheben, der Deadlift, notwendig für den Muskelaufbau. Nicht zwangsläufig, aber gerade wenn ihr in den ersten Jahren eurer Trainingserfahrung seid, würde ich es schon empfehlen. Ja, nicht zwangsläufig, wenn ihr pures Bodybuilding machen wollt, aber für den Grundaufbau von Kraft und auch Muskulatur, gerade im hinteren Bereich, oberen Rücken, Bein, Bizeps, Hintern, auf jeden Fall eine geile Sache. Wie findest du Sixpack mit 12? Ja, finde ich cool, wenn man es hat, ne? Aber du bist wahrscheinlich noch sehr schlank. So richtig zählen tut das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wie sagt man so schön, das ist wie eine Übergewichtige, die sehr große Brüste hat. Das zählt dann nicht. Wurde mir mal gesagt. Justus Wese hat ein Eiweißkonsum von über 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht irgendwelche negativen Folgen. Irgendwie sagen da alle was anderes. Nicht per se. Wenn du genug trinkst dazu, sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Ist die Frage natürlich nach dem, warum sollte man das machen? Macht das irgendwie Sinn? Vielleicht in dem Punkt, dass man sagt, es macht dich länger satt als vielleicht Kohlenhydrate. Ich bin im Moment so, dass ich sage, oh, ich esse lieber mehr Kohlenhydrate und viel weniger Eiweiß, weil natürlich auch der Fleischkonsum, der erhöhte, jetzt nicht unbedingt das Beste ist und sich der Reis einfach viel leichter verdaut. Ne? Wenn das gegessene Eiweiß sowieso wieder in Kohlenhydrate umgewandelt wird, dann kannst du auch gleich Kohlenhydrate essen. So. Hallo Johannes, wie lange würdest du die Pausenzeit für Grundübungen empfehlen und wie lange für Isolationsübungen? Vielen Dank, viele Grüße. Tadü, mein Lieber, ich habe dazu ein Video draußen. Die beste Pausenzeit. Meines Erachtens nach 2,5 bis 3 Minuten zwischen Grundübungen, damit du, die du wenigstens brauchst, wenn du intensiv trainierst. Aber wenn du intensiv trainierst, dann verbrauchst du viel Energie und diese musst du in dieser Zeit wieder aufladen, damit du im nächsten Satz auch wieder intensiv ausführen kannst. Bei Isolationsübungen alles zwischen 60 und 90 Sekunden. Achtung, Frauen können immer so kommen mit dem Drittel der Pausenzeit klar. Also sie können ruhig ein bisschen kürzer Pause machen. Frauen sind auch schnell gelangweilt, sind auch erfahrungsgemäß schneller wieder fit und sie trainieren natürlich auch mit etwas niedrigeren Lasten. Ergo brauchen sie kürzere Zeit, um sich zu erholen. Hab mit dir sogar ein Bild gemacht im Orange Fit, damals, als ich 13 war. Ach, siehst du, guck an. Ja, musst du mal rüberschicken, verlink mich bei Insta. Grüß dich, Johannes, wie läuft bei deiner Diät? Liebe Grüße, Pascal, die Diät läuft super. 2,5 Wochen rum, ich kann mich nicht beklagen, das läuft super. Leute, und es macht auch noch Spaß, ich habe keinen Hunger, ich nehme ab, Körper verändert sich, habe ich vorhin gerade gesehen, Fotos gemacht, na, Wahnsinn. Geht also ganz schön schnell, aber ich fühle mich auch schon ganz schön auf Diät, wenn man das so sagen kann. Ne? Leute, gebt mir Daumen hier, ich will hier 500 sehen, ich habe gleich einen neuen Termin, da müssen wir mal gucken. Ich muss schon ein bisschen, ich muss auch motiviert werden, was ist los mit euch? Griffkraftübungen, welche würdest du für Fortgeschrittene empfehlen? Fat Grips empfehle ich euch in jedem Fall. Fat Grips, auch dazu habe ich ein Video. Massive Unterarme Griffkraft. Irgendwie so heißt das Ding. Was hältst du, wenn man von 14 Jahren Kraftsport machen? Im Alter von, es ist eigentlich völlig egal, theoretisch könnt ihr mit 12 anfangen, ja? Das Problem ist, wenn die Technik nicht stimmt, macht sie sich kaputt, ist aber altersunabhängig. Wer scheiße trainiert, der macht sich kaputt. So ist das, so einfach. Hallo Püppi! Hallo! Huh! Ja, Emma ist zu Hause. Romano-Schwinge, ich kann dich nicht mehr hassen. Ab jetzt kein Dislike mehr, solange du kein Mist baust. Mann, naja. Mann, Mann, Mann. Bist du der beste Sportler? Du kannst ja auch alles hier. Übungen und so, Münze, diese Tine-Protein. Ach komm, Mann, sorry, große Muskeln aufbauen.
Ja, auf jeden Fall mal ein Lob dabei, Tobi. Mensch, gib dir mehr Mühe, wenn ich die Frage nicht entziffern kann. Was soll ich dir sagen? Tipps für schmale Hüfte. Tja, auch so eine Sache. Wer eine schmale Taille von Hause aus hat, der hat natürlich Glück gehabt. Und wer nicht, der hat Pech gehabt. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe auch eine relativ breite Hüfte, eine breite Taille. Ihr könnt höchstens versuchen, also schmal trainieren kann man die schon mal gar nicht. Man könnte jetzt Atemübungen machen, die man so nach innen einziehen, üben, also den Bauch üben, unter Kontrolle zu haben. Das könnte man machen. Prinzipiell auch an seiner Körperhaltung arbeiten, wenn das Becken nämlich immer abgekippt ist und nicht neutral, wenn das Becken so trägt, die Instagram-Position. Instagram-Becken stehen immer so, weil dann der Arsch nämlich hinten rausgeht. Das ist hier, das ist Instagram. Ja, so. So. Und das ist neutral. Instagram. Neutral. So, wenn ihr natürlich das Becken so hinstellt, dann kippt euer Bauch nach vorne, sieht immer aus, als hätte ihr den dicken Bauch. Habt aber gar nicht. Wie war jetzt die Frage? Gut, auch egal. Hey Johannes, verfolge dich jetzt seit einem Jahr. Der Sport macht mir immer noch extrem Spaß, motivierst mich immer. Inzwischen gehe ich 5-mal die Woche und es läuft alles gut. Danke. Ja, gerne, Arizona. Weiterhin viel Spaß beim Training. Wie viele Übungen pro Muskelgruppe würdest du vorsehen? Wann trainiert man zu viel? Oder ist es eine eigene Sache, da man auf seinen Muskel hören muss? Die Frage ist, wie viele Übungen und wie viel Gesamtlast pro Woche? Nehmen wir an, du machst 5 Übungen. Willst du die alle an einem Tag machen? Nö, warum nicht? Weil du die eher austeilen solltest. Auf 2-mal die Woche zum Beispiel, zum Not auch 3-mal. Ja, wenn du nämlich die 5 Übungen machst, bist du da der dritten, vierten, fünften Übung völlig platt und schaffst auch weniger Gewicht und auch weniger intensiv diese Übung zu machen. Das heißt, mach doch lieber am dritten Tag oder am zweiten Trainingstag die dritte und vierte Übung und am dritten Trainingstag machst du die 5. Übung. So bist du nämlich immer wieder fitter und erholt und kannst mehr Leistung bringen. Versteht ihr, was ich meine? Und der Workload ist am Ende sogar höher. Also die bewegte Gesamtlast, das Pensum, was ihr auf die Woche hattet, wird wahrscheinlich größer sein, wenn ihr das auf 2 oder 3 Trainingseinheiten aufgeteilt habt. Außerdem ist eure Proteinsynthese mehrfach die Woche erhöht worden durch das häufigere Training der Muskulatur und somit macht ihr alles richtig. Jonas, hey Johannes, hab Schmerzen am Handgelenk. Es ist, glaube ich, was mit der Sehne. Was soll ich machen? Erstmal zum Arzt gehen und gucken, woran es liegt. Und dann schaust du weiter. Wenn du weiter trainierst, dann auf jeden Fall mit Bandagen, um da irgendwas zu stabilisieren und nicht zu belasten. Aber mein Kaffee wird langsam kalt. Verdammte Axt. Mache jetzt seit 4 Monaten denselben Plan, weil er mir einfach Spaß macht. Aber das Gefühl, ich stagniere deswegen. Kann das sein? Naja, das kann schon sein. Denn Anpassung ist ja, das wollen wir ja nicht. Also wenn er sich in der Körper adaptiert, dann müssen wir ja irgendwas verändern. Also wir müssen entweder neue Reize setzen in irgendeiner Form, mehr Gewicht oder intensiver trainieren oder einen höheren Workload haben, mehr schaffen einfach, auf die Woche gerechnet. Kann schon sein, dass du stagnierst. Also könntest du zum Beispiel mal ganz einfache Methode, veränder mal die Übungsreihenfolge. Einfach mal die Übungsreihenfolge verändern und dann wirst du schon einen extremen Unterschied spüren. Ja, wenn du auf einmal mit Beinstrecken anfängst und dann die Kniebeuge machst, hast du zum Beispiel deinen Oberschenkel, den Quadrizeps vorermüdet. Dann wird die Kniebeuge ganz anders, viel schwerer fallen. Oder mal von hinten nach vorne trainieren. 3 Brustübungen hast du, meinetwegen, dann machst du die dritte zuerst, die zweite und dann die eigentlich erste als dritte Übung. Kapische? Aber das Ding ist natürlich, wenn es dir Spaß macht, aber du trainierst dann nicht nur, ne? Es macht natürlich mehr Spaß, wenn du dich verbessert und Progression hast. Dann macht es mehr Spaß. Also würde ich schon sagen, umstellen. Wie viel Benchpress schaffst du? Ja, mein Lieber, es war mal mehr. Ja, ich habe mal mit 200 Kilo, das ist so 1,5 Jahre her, habe ich mal 2 Wiederholungen gemacht. Mit 200 Kilo, verdammt. Es gibt es auch auf Video. Ich habe mal 240 gedrückt bei der Deutschen Meisterschaft, das war mit Shirt. Ansonsten, ja, offiziell beim Wettkampf ohne Hemd 222,5, da habe ich knapp 130 Kilo gewogen. Bist du auf der Gamescom? Ich bin nicht auf der Gamescom, Leute, leider nicht. Aber ich habe ja auch nichts mit Games zu tun, also von daher. Das ganze Leben ist ein Game. Scheiße, ich hab mir wie steckt denn da so ein Profil, Mann? Johannes, benutze einen Weightgainer seit 5 Tagen und frage mich noch, ob ich überhaupt zunehmen kann. Esse mich jedes Mal auch satt.
Benutze den Weight Gainer und zweimal täglich 100 Gramm, 14 Jahre, 51 Kilo. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Lasst euch doch mal mehr Zeit. Ihr braucht doch nicht denken, weil ihr mal 2 Wochen mehr gegessen habt, dass ihr dann... Es geht nicht über Nacht. Es kann sein, dass ihr Ausnahmetalente seid. Und dann geht das auch richtig schnell. Aber im Normalfall dauert es. Maxi, bist du im Internet? Das laggt hier voll. Oder? Sieht doch so aus, oder nicht? Also nimm dir Zeit für deine Kalorienaufnahmen. Alles, was du schnell hinzugewinnst, verlierst du auch relativ schnell wieder. Leute, laggt das Stream? Was ist hier los? Johannes, mir ist im Training meine Hose gerissen. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall solltest du dir eine neue, eine dehnbare Hose besorgen. Oder kurze Hose. Welche englischsprachigen YouTuber kennst du und schaust du so? Oh, ich weiß es gar nicht. Fällt mir jetzt gerade keiner ein. Im Moment gerade nicht. Doch, Joey DeFranco habe ich eine Zeit lang viel geguckt. Ich gucke mir viele Rehabilitationsgeschichten an, auch bei Instagram und so. Joe Rehab. Von Physiotherapeuten Sachen. Weil mich das sehr interessiert. Ich will vielen meinen Klienten einfach auch weiterhelfen in puncto Gesundheit, wenn ich da irgendwelche schwierigen Fälle habe. Das interessiert mich halt am meisten momentan. Möchte die Brust trainieren? Welche Übungen? Na, welche Übungen wohl? Zum Beispiel Dips. Dips sind meine Top-Übung. Ist meine Top-Übung für die Brust. Dann kommt Bankdrücken und dann sämtliche Kurzhantel-Bankdrück-Varianten. Johannes, kannst du mal ein Video machen zum Einkauf in der Massephase für Leute, die wenig Geld haben? Oh, okay. Da weiß ich, dass der Tobi, der Classic Body, hat mal ein Video gemacht zu dem Thema. Der hat da schon einiges gemacht. Da muss ich ja jetzt ich auch noch mal was machen. Guck mal bei dem vorbei auf jeden Fall. Er hat für zu nur 2 Euro oder 5 Euro, irgendwie sowas hat er mal gemacht. Wie bekommt man mehr Disziplin? Ich bin kein Psychologe. Indem man zum Beispiel ein Ziel hat. Oder ein Oldschool-Diet-Plan. Oder überhaupt einen Plan, an dem man sich hält. Ne? Reverse-Dieting, wenn der Körper nichts mehr freigibt bei sehr wenig Kalorien. Kann man auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich hier schon eine SMS gekriegt von meiner Klientin. Leute, ich gebe uns noch 5 Minuten, okay? Ja, Reverse Diet auf jeden Fall kannst du langsam erhöhen. Es ist sogar so, wenn man ein bestimmtes Level an Körperfett erreicht hat, dann muss man sogar aufpassen, dass man dann mit den Kalorien wieder höher geht, weil man sonst zu viel Muskeln verliert. Also tendenziell ruhig ein bisschen brutaler einsteigen und dann gegen Ende hin wieder ein bisschen hochgehen, ne, damit ihr nicht die kostbaren Muskeln verliert. Hast du Schmerzen nach dem Training? Nö, warum soll ich Schmerzen haben? Testo-Booster, ist gut oder schlecht? Also ich kann mir vorstellen, dass hier die Leute, die Fragen stellen, sind alle zwischen 14 und 20, die am meisten Testosteron haben. Warum sollt ihr Testo-Booster nehmen? Ihr seid voll im Saft, Jungs. Was ist los mit euch? Braucht ihr nicht. Hilft auch nicht. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Vielen Dank für deine ganzen Infos, ständig. Dankeschön. Danke. Ich habe dir auf Facebook geschrieben, kannst du mir bitte antworten? Ja, Kollege Schnürschuh, ich habe antwortet in fast jedem Medium ständig und bei Facebook gehen auch manchmal Mails unter. Ich kann nicht jedem gerecht werden. Ich versuche das, aber da könnt ihr euch vorstellen, da gehen Instagram mindestens eine Stunde am Tag Zeit vorüber. Ne? Das ist brutal. Ansonsten schau doch einfach mal hier vorbei bei YouTube. Hier kriegst du jeden Tag umsonst Videos. Wenn nicht von mir, dann von irgendjemand anders und dann die hauen alle Informationen for free raus. Johannes, ist die Oldschool Diet auch ohne viel Training erfolgreich? Ja, durchaus, aber es wäre schade drum. Also warum soll man nicht noch trainieren? Kriegst den besseren Body und die Diät funktioniert mit Sicherheit auch besser. Sollte man, bevor man richtig ins Krafttraining einsteigt, erst vernünftig abnehmen oder kann man das auch mit einem Körperfettanteil von 20 schon richtig trainieren? Leute, das höre ich ganz oft. Ja, du musst erstmal Cardio machen, um abzunehmen. Bullshit. Mach Krafttraining und danach ein bisschen Cardio. Kombiniere beides. Ne? Aha. Ja, im Live-Chat kommt man gar nicht zu Wort. Warst du das, Henning? Ja, Mensch, das ist so viel. Ich versuche ja alles zu antworten. Ich werde in Zukunft regelmäßiger Livestreams machen. Okay, ist das ein Deal? Ich muss mir noch überlegen, ob ich einen bewussten Tag mache. Und dann immer dann, weil dann verpflichte ich mich. Ich kann nicht sagen, ich mache immer Mittwochs einen Livestream oder Donnerstag. Und dann mache ich keinen. Das macht man auch nicht. Deswegen muss ich mir mal was überlegen. Sonntags kommt in jedem Fall erstmal die nächsten Wochen immer mein Oldschool-Diet-Vlog. Und da freue ich mich schon drauf.
Weil der letzte ist ja auch richtig gut gelaufen. Ihr seid sehr interessiert gewesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und für euer Interesse an dem Vlog, an den Diät-Vlogs. Der nächste kommt natürlich auch in 3 Tagen. 17 Uhr Sonntag. Nicht verpassen. Hi Johannes, ich habe neue Schmerzen beim Beugen. Bizeps-Training im Ellbogen. Hast du Tipps fürs Training? Ja, meistens sind hier nur Elle und Speiche fest. Da musst du hier ein bisschen was triggern. Zum Beispiel, das kann schon helfen. Du könntest noch flossen. Also könntest du jetzt so einen Gummi, so einen Ball nehmen, ne, Lacrosse-Ball zum Beispiel, hier mal reingehen in die Strukturen. Dann könntest du mobilisieren, dein Handgelenk in alle Richtungen. Und du könntest noch Flossing-Bänder nutzen. Und dann soll es eigentlich schon wieder gut sein. Also im Normalfall hilft es eigentlich. Johannes, ich bin jugendlich und möchte an Muskeln zunehmen. Ich bin aber dünn und habe einen guten Kreislauf, damit ich kein Gramm zunehme, brauche ich Rat. Ja, ich mache Krafttraining und isst genug. Ja, weil manchmal weiß ich dann immer nicht genau, was ich da sagen soll. Leute, ihr habt das Internet, ihr könnt euch auch echt informieren, so, ne? Hi Johannes, ist die Oldschool-Diet auch ohne viel Training? Achso, hatten wir schon. So Leute, weiter geht's. Muss runter. Oh, ihr seid Wahnsinn, Leute. Da müssen die Daumen ja auch herkommen, ne? Kennst du Flying Uwe? Ja, klar kenn ich Flying Uwe. Seh dich immer im Park beim Rewe, würde ich gerne mal ein Bild mit dir machen. Naja, mach doch ein Bild mit mir. Komm doch vorbei. Sagst du, Tag Johannes, können wir ein Bild machen? Sag ich, yo. Hey Johannes, hat mit Kraftsport mit 16 auf 66 Kilo, 1,76 angefangen und wog vor einem halben Jahr 79 Kilo bei sehr ähnlichem Körperfett. Ist das gut? Viele sagen, das ist nicht möglich. Leute, ihr könnt am Anfang als Couch-Potato könnt ihr auch Muskeln aufbauen und Fett verlieren. Das ist so, das ist eine mega geile Motivation. Also nicht nur Cardio machen, Leute. Geht ins Studio. Auch wenn ihr abnehmen wollt, trainiert eure Muskeln. Verdammt. Und ihr werdet davon profitieren. In jedem Fall. Versprochen. Ja? Also man kann es gerade am Anfang, wenn die Ernährung richtig funktioniert. Leute, bei mir, ich bin im Kaloriendefizit, aber ich werde stärker. Ich verliere Gewicht und ich sehe einfach krasser aus. Aber ich werde stärker. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich weiß nicht, ob meine Ernährung vorher so scheiße war und die jetzt so gut ist. Es ist mir einfach ein Rätsel. Es ist mir einfach ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Koordinative Anpassung oder Adaption ist es auch nicht. Ja, gut, ich habe das Training umgestellt, das muss man auch sagen. Wieder ein bisschen mehr Richtung Oldschool-Diet-Training. Halte mich an meinen Plan, kontrolliere meinen Workload und das funktioniert. Und auch, wie gesagt, anderen passiert das auch. Es passiert immer und immer wieder. Was empfiehlst du fürs Entladetraining nach der Oldschool-Diet? Warum solltest du nach der Oldschool-Diet entladen? Um dann wieder aufzuladen? Ich bin prinzipiell kein großer Fan von Entladen, Aufladen und Glykogenspeicher. Geschichten, Erweiterungsgeschichten, End- und Aufladen, weil das oft in die Hose geht. Ne, wenn du jetzt kein Wettkampf-Bodybuilding machst, kannst du auch entladen, dann machst du halt wirklich 20 Wiederholungen, nur eine Minute Pause zwischen den Sätzen und drückst da irgendwie noch die Kohlenhydrate raus. Aber im Normalfall wird man ja sowieso relativ flach gegen Ende der Diät, wenn man nicht regelmäßig auflädt. Da braucht man eigentlich nicht noch ein Entladetraining machen. Aber gut, das machen viele anders. Pyramidentraining oder 5x5 zur Kraftsteigerung? Zur Kraftsteigerung würde ich eher sagen 5x5. Kommt drauf an, wie du deine Pyramide gestaltest. Leute, Daumen nicht vergessen. Wenn ihr neu eingeschaltet habt, immer schön Däumchen hoch. Was sollte man essen, wenn man ein Lauch ist? Alles und viel. Haronix, kannst du mich grüßen? Ja, Haronix, liebe Grüße. Walter, Johannes, ich bin 1,71, ich wiege 83 Kilo. Ja, schön. Hey Dude! Hoffe, dir geht's gut. Habe Schmerzen zwischen Unter- und Oberarm. Auf der Innenseite sind. Ach komm. Ja, wie gesagt, ich habe hier meinen Zauberstab. Ich bin ja nicht Harry Potter. Ich kann ja nicht hell sehen. Bin 13. Wie viel Kilo auf die Langhantel? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Ich kann dir sagen, wie viel. So viel, wie du schaffst. Ne? Mit einer vernünftigen Technik. Das ist dann vielleicht die richtige Antwort. Dr. Gravity. Kann man eigentlich Muskeln aufbauen, auch wenn man nicht so gut isst? Ach so, isst. Ja, sicherlich. Soll ja am Ende nur eine Frage der Kalorienbilanz sein. Und natürlich genügend Proteine. Ah, Johannes, kann man nach einer Nabelbruch-OP schwer genug trainieren? Ist das zu riskant? Ich habe es gemacht.
Dein Körper wird dir schon sagen, wann Schluss ist. Also du kannst erstmal nach so einer OP, egal ob Leiste oder Narbenbruch, ihr werdet euch wundern, bei welchen Bewegungen im Alltag man überall einen Rumpf mit dabei hat. Das ist brutal, echt Wahnsinn. Also ich finde es echt mega. Ich würde, auch hier Polizei, Berlin, Junge, ganz Berlin ist eh eine Wolke. Ich mache noch die 50 Minuten. Oh, 50 Minuten sind voll. Verdammt, was machen wir jetzt? Eine Frage noch? Leute, wenn ihr wollt, dass ich regelmäßig Livestreams mache, bitte, also sagen wir mal einmal die Woche an einem bestimmten Tag. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Schreibt es in die Kommentare, auch jetzt im Nachhinein. Sagt mir, was Sache ist und ich überlege mir dann was, ne? Weil ich müsste mich ja dann wirklich auf einen Tag festlegen. Ja, jetzt gebt ihr alle Gas. Bin weiblich, hier 17, Training mit dir zu haben, größter Traum. Ja, musst du in Berlin, musst du einen Termin machen hier über meine Webseite. Ja, komm vorbei. Hä, Woche unterwegs, Diät. Ach, Leute, Mann, ich muss los, ich muss arbeiten. Ich habe jetzt noch ein Personal Training. Und die wartet, ich trainiere nämlich draußen mit ihr. Ja, Leute, wie gesagt, hebt euch eure Fragen bitte fürs nächste Mal auf. Und wenn ihr dann genau einen Termin habt, dann wisst ihr auch immer, wann ihr an einzuschalten habt. Insofern, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Wenn ihr wissen wollt, was bei mir passiert, wenn ich euch auf dem Laufen halten soll, ne? Aktuell. Instagram, Snapchat. Instagram Story mache ich ein bisschen mehr. Ja, wisst ihr Bescheid. Ne? Stay tuned. Tschüss, Leute. Macht's gut.